dass ich Ihnen verzeihe, damit Sie besser klarkommen. Das kann er nicht. Wie ist denn dein Treffen mit Hillmann gelaufen? War es sehr schlimm? Nein. War gut, ich habe mich schon gefragt, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe. Dann hat er dir verziehen? Ich kann dich nicht hier alleine lassen. Doch, Kim, das kannst du. Dazu, ich werde von der Polizei gesucht. Die dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Die dürfen nicht mal wissen, dass ich noch lebe. Schluss mit der Märchenstunde, Kim. Was machst du hier? Hab ich dir doch schon gesagt. Ich mache bei einer Radioschnitte die Akt mit. Aber ich schwöre dir, ich habe das Showstopper-Kleid noch nicht mal angerührt. Und warum sehe ich dann eine Frau im Schneiders mit unserem Showstopper-Kleid herumlaufen? Das hier wurde gerade von zwei Bloggern aus der Papiertonne gefischt. Das ist dein Entwurf. Du alleine bist verantwortlich, dass unsere Pläne geklaut wurden. Tanja, weißt du, wie viele Entwürfe und Skizzen über meinen Tisch wandern? Tausende. Niemand verlangt, dass du die alle selber schredderst. Wozu bezahle ich diese ganzen Lakaien hier? Das hier sind Originalentwürfe. Kein Wunder, dass die Blogger kommen, wenn du die einfach in die Tonne klopfst. Das war ein Fehler. Es tut mir leid. Es geht hier um das Finalkleid, das Highlight der Show. Wer weiß, wie viele Frauen jetzt damit schon rumlaufen? Ich wusste doch nicht, dass irgendwelche Menschen in unseren Mülltonnen rumwühlen. Können wir da nicht die Polizei einschalten? Ja, klar. Und wir verklagen sie alle. Weißt du, wie lange das dauert, bis das durchgeht? Wir haben jetzt ein Problem. Du hast jetzt ein Problem. Ich weiß. Rebecca, wenn die Show ein Desaster wird, wirst du dich rechtfertigen müssen. Ich weiß, ich hab's doch gesagt. Wenn mir nur ein Kunde abspringt, wirst du mir für den Schaden aufkommen. Und wehe, du lässt dir was vor der Presse anmerken. Wann kommt Giselle at LCL auf den Markt? Nächsten Monat. Die Produktion steht bereits in den Startlöchern. Ihr Starmodel Giselle hat die Entwürfe geliefert? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Naja, Sie können sicher sein. Natürlich wurden alle Entwürfe noch mal von unserer Chefdesignerin überarbeitet. Giselle at LCL ist Teamwork. Das finale Kleid stammt aber ausschließlich von Rebecca von Lahnstein. Und sie hat hervorragende Arbeit geleistet. Ist es denn kein Problem für Sie, dass einige Stücke der Kollektion bereits auf der Straße zu sehen sind? Wenn das so wäre, dann wäre das ein Problem, ja. Das ist völlig ausgeschlossen. Unsere Stücke sind noch nicht im Verkauf. Sie werden heute zum ersten Mal unseren Kunden präsentiert. Und der Presse natürlich. Seltsam. Schließlich habe ich gerade erst ein Kleid der Kollektion gesehen. Und glücklicherweise habe ich sogar ein Beweisfoto gemacht. Ist das nicht sogar das wichtigste Kleid Ihrer Kollektion? Das von Rebecca von Lahnstein? Die Hauptattraktion der heutigen Präsentation? Das ist völlig unmöglich. Dürfte ich bitte mal sehen? Danke. Also, ich habe dieses Kleid noch nie gesehen. Wenn es dir schon wieder besser geht, dann musst du ja nicht mehr lange hier bleiben, oder? Eigentlich nicht, aber ich kann das Bein noch nicht wieder belasten. Der Bruch ist noch nicht verheilt. Soll mir nicht doch lieber einen Arzt herholen? Auf gar keinen Fall, Kim. Das ist viel zu riskant. Niemand darf wissen, dass ich noch lebe und mich hier verstecke. Die Polizei sucht mich. Ja, aber was ist, wenn irgendwas schief zusammenwächst? Kleine Schönheitsfehler sind ganz charmant und wirken häufig erotisierend. Fragt sich nur für wen, wenn du für immer hier bleiben musst. Sobald es mir wieder ein bisschen besser geht, gehe ich in die Schweiz. Inkognito natürlich. Dann lasse ich mich gesund pflegen. Hol Geld von meinem Nummernkonto und komm zurück nach Königsbrunn und dann raste ich richtig aus. Und dann machen wir Sebastian fertig. Ja, und bis dahin bleiben wir schön bei deiner Zermürbungsstrategie. Sebastian wird schon richtig nervös. Sobald er mich sieht, dann fängt er an zu flüstern. Sehr gut, Kim. Aber bleib vorsichtig, okay? Ja, klar. Also schließlich kann ich es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn du plötzlich wieder da bist. Ja. Ich freue mich auf Hagens blödes Gesicht, wenn er mir den Chefposten zurückgeben muss. Gut, also melde dich dann, wenn du irgendwas brauchst, ja? Ciao. Ciao. Kümmere dich doch bitte ums Catering. Ich musste einfach schnell vorbeikommen. Heute ist doch euer großer Tag, oder? Ich meine, kommt heute nicht diese Giselle at LCL-Kollektion raus? Mhm. Ja, die Kollektion nach den angeblichen Entwürfen meiner Schwester. Du selbst weißt doch am besten, was du geleistet hast, oder? Du hast recht. Außerdem will ich gar nicht so berühmt werden wie Giselle. Hauptsache, ich bin glücklich.
Danke. Danke, danke, danke. Wie Sie sehen, bin ich wieder ganz der Alte. Du hattest recht. Ich muss mich einfach meiner Vergangenheit stellen. Ich wollte einfach nur, dass es dir wieder gut geht. Ich fühle mich wie neu geboren. Dank dir kann ich wieder laufen. Komm mal her. Ablaufplan für die Präsentation. Danke. Babsi? Ja? Ist denn Tore, also Herr Hellström, schon da? Keine Ahnung. Na, ganz toll. Die Presse weiß Bescheid. Sie haben sogar ein Foto von unserem Showstopper-Kleid. Tanja? Ich hatte doch vorhin dieses Interview im Schneiders. Ach, und da hast du direkt mal erzählt, dass unser neues Kleid munter durch die Straßen spaziert? Nein, natürlich nicht. Aber Herr Pflock war dabei, als diese Frau in unserem Kleid aufgetaucht ist. Und naja, ich bin sofort zu ihr hin, um mit ihr zu reden. Und da hat er wohl eins und eins zusammengezählt. Du hast dich selbst verraten? Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Erst lässt du dich beklauen und dann das? Gibt es noch irgendwas anderes, was ich nicht aus der Presse erfahren sollte? Nein! Und jetzt übertreib hier nicht. Übertreiben? Das ist der Super-GAU. Wenn wir diese Präsentation hier... Wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen. Falsch, meine Liebe. Du wirst dir was einfallen lassen. Und jetzt hör mir gut zu. Erstens, ich will meine Assistentin Jessica zurück. Und zweitens, du machst ein neues Kleid. Du hast genau 4,5 Stunden Zeit. Was? Sorry. Ah, die Krücken, ist das Teil von der neuen Präsentation von LCL, vom besten Trendscout der Welt? Hm? Was für Krücken? Na, die Krücken. Die sind für Ansgar. Mir geht es schon viel besser wegen den Medikamenten, aber mit dem Bein kann er nicht wirklich auftreten. Ach so, und deswegen hast du ihm die Dinger besorgt, ja? Ja, er weiß noch nichts davon, aber ich dachte, dann kann er sich einfach besser bewegen. Stimmt, dann kann er endlich Pilze sammeln und Kräuter und ein Beet anlegen und in 1 bis 2 Monaten kann er sich dann vollkommen selbstständig ernähren. Das ist gut. Das ist nicht witzig. Ich meine nur, wie lange willst du mit den Dingern rumlaufen? Es ist ein bisschen auffällig, oder? Ja, deswegen muss ich mich ja beeilen. Ich bring die Dinger gleich zu Ansgar. Ich muss nur noch schnell was besorgen. Lass mich raten, Scotch. Ja. Er will was Warmes fürs Herz. Dann Pfefferminz dir. Vergiss es. Okay, ich kann es besorgen. Ich bin gleich hier im Großhandel. Das soll was aus der Hausbar sein. Ach, natürlich. Wie konnte ich vergessen, dass der Graf in seiner muffigen Hütte nichts unter 30 Jahren trinkt? Das Zeug kannst du eben nicht im Supermarkt besorgen. Kann ich wenigstens zu ihm begleiten? Nee, ich mach das mal alleine. Das ist unauffälliger. Außerdem muss ich noch diese VIP-Präsentation machen. Das wird echt ein stressiger Tag. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Danke. Aber ich fürchte, ich muss das alleine erledigen. Später, ja? Pass auf dich auf. Kümmerst du dich bitte ums Catering? Biggie! Und? Heute ist doch euer großer Tag, oder? Ja, ich kann es noch gar nicht ganz glauben. Bist du aufgeregt? Ich meine, heute kommt doch diese Giselle LCL-Kollektion raus. Ja, mit den angeblichen Entwürfen meiner Schwester. Ja, aber du selber weißt doch, dass du stolz auf dich sein kannst. Und das ist doch die Hauptsache. Das habe ich gerade geträumt. Was? Ja, lasst euch nicht stören, weiterarbeiten. Konzentriert euch nur auf die Präsentation. Wenn du das absolute Highlight sein wirst. Für die Präsentation und für mich. Du siehst jeden Tag besser aus. Wie machst du das eigentlich?
Kakao, ist alles in Ordnung? Hallo? Gleich wieder weg. Mich interessiert viel mehr, was du hier machst. Ach, das Übliche. Ich suche Beweise, dass Sebastian meinen Vater umgebracht hat. Mhm. Na dann, viel Erfolg, lass dich nicht stören. Bin ja schon wieder weg. Kim, was machst du wirklich hier? Ach, weißt du, ich komme manchmal her, um deinem Vater nahe zu sein. Ja. Er hat noch so viele Sachen hier. Jetzt, wo du es sagst, wird Zeit, dass die verschwinden. Rücken? Die gehören Emilio. Ach, den habe ich vorhin gesehen. Der wirkte ganz fit auf seinen eigenen Beinen. Dabei soll er nicht so fest auftreten. Er hat eine Knieverletzung und er findet Krücken uncool. Jetzt soll ich sie zurückbringen, weil er keine Zeit hat. Aber du hast Zeit, oder wie? Was ist mit den Handouts? Sie müssen bald fertig sein. Lass die Praktikantin die Krücken zurückbringen. Gute Idee. Ich bringe sie gleich runter. Und was schleppst du da in deinem Rucksack mit rum? Gehst du campen? Sehr witzig. Nein, das ist der Einkauf für zu Hause. Du wohnst auf Königsbrunn und musst nicht einkaufen. Ja, ja, also zu Hause für meinen Vater. Ja, ich helfe ein bisschen, weil er im Stress ist wegen dem Kleinen. Hauptsache, du vergisst darüber deinen Job nicht. Nein, 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 nein. Alles vorbereitet. Sehr gut, dann würde ich mich jetzt gerne umziehen. Ja, klar. Später. Rebecca müssen gleich kommen, dann gehen wir den Ablauf noch mal durch. Gerne. Boah, ich kann es kaum erwarten. Die ganzen Promis, die Presse. Ja, das wird toll. Du hast einen Kater. Hm? Ich verstehe das gar nicht. Ich habe doch gar nicht so viel getrunken gestern. Naja, nach jahrelanger Abstinenz ist doch kein Wunder, dass du es reinhaut. Hm? Danke. Du warst richtig gut drauf gestern Abend. Ich schon lange nicht mehr. Das war schön. Ja. Du hast recht. Er ist nicht glücklich und er versucht es zu verdrängen. Seit er sich mit diesem Unfallopfer getroffen hat, ist er wie ausgewechselt. Bist du sicher, dass du dich da einmischen willst? Was soll ich denn machen? Ich mache mir Sorgen um ihn. Wolltest du dich nicht auch noch mal mit diesem Mann, also diesem Opfer treffen? Wollte ich. Aber im Moment ist keine Zeit. Allerdings, ich muss jetzt endlich wissen, was bei diesem Treffen wirklich passiert ist. Du hast mich mit ihrem Namen angesprochen. Wessen Namen? Karos. Verdammt. Nach dem Sex. Das habe ich nicht. Was? Das habe ich gesagt. Bist du sicher? Ja, ich wollte dich nicht drauf ansprechen. Es war ja gerade so schön mit uns. Ja. Ja, es war wirklich schön. Ich war betrunken, das hast du ja selber gesagt. Da sagt man schon mal die absurdesten Sachen. Ey, Süße. Komm her. Das hat wirklich nichts zu bedeuten. Ich hab euch eben einfach für einen Moment verwechselt. Also, das liegt ja einfach nur daran, dass Caro mir einfach, die sitzt mir die ganze Zeit im Unterbewusstsein, weil sie mir so dermaßen auf den Sack geht. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ich will jetzt einfach nur noch nach vorne schauen, mit dir zusammen. Alles andere, was hinter mir liegt, das ist für mich vorbei. Das ist passé. Okay. Hallo, Jessica. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Oder willst du mir noch mal persönlich einen aufs Dach geben, weil du gerade deine sadistische Ader entdeckt hast? Nein, ich will dich zurückholen, aber ich habe keine Zeit. Komm ruhig rein. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß jetzt, dass du unschuldig bist. Und wer ist der Maulwurf? Ich. Ich habe meine Entwürfe ungeschreddert in den Papiermüll geworfen. Und wer wühlt in euren Mülltonnen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche LCL-Verrückte oder Modeblogger. Ich weiß es nicht. Die Chefin hat's verbockt. Aber du wirst wahrscheinlich nicht als Schuldiger durch alle Abteilungen geführt, wie bei einem Spießrutenlauf. Jessica, es tut mir wirklich leid, aber ich war unter Druck und ich bin es immer noch. Also können wir jetzt? Wir können ja gleich zusammenfahren. Wie jetzt? Sofort? Ja, Tanja braucht dich. Tanja? Ach, sie hat dich geschickt. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ja, können wir? Nein, ich habe gleich einen Manikürtermin. Okay, sag den einfach ab und ich zahle den nächsten, okay? Und danach wollte ich zum Friseur. Übernehme ich auch? Ein sehr, sehr, sehr teurer Friseur. Ja, okay. Können wir? Gerne, wenn ich als Model laufen darf. Ich werde sehen, was ich bei der nächsten Kollektion machen kann, ja? Ich werde dich Tore vorschlagen. Nein, heute bei der Präsentation. Und ich will dein Kleid tragen. Jessica, treib's nicht zu weit, ja? Es gibt tausend andere, die deinen Job machen wollen. Und dann hast du ganz viel Zeit für Maniküre und Friseurtermine, die du dann selber zahlen darfst. Also? Dann ruf doch eine von denen an. Mann, das Kleid gibt's noch nicht mal! Das macht es doch viel einfacher für dich. Okay. Entschuldigung angenommen. Ja, verdammt. Und jetzt komm! Du kommst morgen erst wieder. Ich habe dir Krücken besorgt. Ich dachte, ich bringe sie dir, bevor mich jemand sieht. Ja, das ist ja toll. Und? Ein Gruß aus deiner Hausbahn. Ah. Guter alter schottischer Freund. Mhm. Teilst du dir gut ein? Sag mal, dich hat doch niemand gesehen, als du diese Dinger hier und die Flasche besorgt hast? Natürlich hat mich niemand gesehen. Vergiss nicht, man soll seinen Gegner nie unterschätzen. Ja, ich weiß. Gut, also jedenfalls wär's mir lieber, wenn du nicht zu oft vorbeikommst. Ich melde mich einfach, wenn ich was brauche, okay? Ja, okay. Danke. Sie sind Herr Hülmann? Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Caro Schulz. Vielen Dank, dass Sie so spontan Zeit haben. Worum geht es denn überhaupt? Sie rufen mich an, dass die Welt untergeht und es geht um Leben und Tod, wenn ich nicht jeden Moment in diesem Laden hier auftauche. Ich habe übertrieben. Tut mir leid. Ich hatte Angst, dass Sie auflegen, wenn ich die Wahrheit sage. Es geht um Tore Hellström. Ich wusste, es ist ein Fehler. Ey, wieso gehe ich überhaupt noch ans Telefon? Nein, bitte warten Sie kurz. Zwei Fragen, bitte. Sie sind seine Freundin? Nein. Er ist ein Freund. Ein guter Freund. Sehr guter Freund. Sie betonen das so komisch. Sie wollen mehr von ihm? Was? Nein. Er ist mit meiner Schwester zusammen. Schön für ihn. Seit er sich mit Ihnen getroffen hat, ist er wie ausgewechselt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist. Ja, ich will ja auch nur von Ihnen wissen, wie das Gespräch gelaufen ist. Zwischen Ihnen beiden. Und dafür bestellen Sie mich jetzt hierher? Fragen Sie ihn doch selbst. Er behauptet, es wäre gut gelaufen. Gut gelaufen? Das hat er gesagt?
Stress? Kein Ausdruck. Hey, du hast dir jedes Mal Sorgen gemacht, ob alles gut geht. Und am Ende wird es immer ein Riesenerfolg. Ja, diesmal ist es aber anders. Ricky Pflock hat rausbekommen, dass unser Showstopper-Kleid kopiert wurde. Er hat die Frau in dem Kleid sogar fotografiert und hat es bei der Pressekonferenz rumgezeigt. Das darf doch nicht wahr sein. Wie hast du reagiert? Naja, ich habe natürlich abgestritten, dass das unser Kleid ist. Aber wir können es nicht weglassen. Die Leute erwarten am Ende der Show ein Highlight. Und jetzt will Tanja, dass ich ein neues mache. Und das sollst du jetzt einfach so aus dem Ärmel schütteln, oder wie? Rebecca? Wichtig ist doch eigentlich nur, dass das Kleid, das ihr heute Abend präsentiert, anders aussieht als das Kleid, das Ricky Pflock heute fotografiert hat. Stimmt. Ich könnte einfach ein paar Änderungen vornehmen. Bisschen am Ausschnitt, Länge, Raffung. Dann könnte es völlig anders aussehen. Und dann hat dieser Reporter sich eben einfach geirrt. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Hm. Danke, Marlene. Jetzt brauche ich einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube diesem Typen gar nichts, diese angeblichen Schuldgefühle. Der konnte mir nicht mal in die Augen sehen. Weil er sich so sehr schämt. Der hat seinen Text runtergeleiert wie auswendig gelernt. Das war das reinste Schmierentheater. Das tut mir leid. Es war nicht seine Absicht, das weiß ich genau. Ich gebe wirklich jedem eine Chance. Aber als der bei mir aufgetaucht ist und mir erzählt hat, wie schlecht es ihm geht, da wäre die Sicherung rausgesprungen. Was soll das heißen, Ihnen sind die Sicherungen rausgesprungen? Ja, er wollte mich aufhalten und hat mich angefasst und dann habe ich ihm eine eingeschenkt. Sie haben sich geprügelt? Ach, ich habe ihn ein bisschen geschubst, wie man das unter Rolli-Kumpels eben so macht. Und dann habe ich ihn liegen gelassen. Er sollte mal sehen, wie das ist im Dreck. Mein Gott. Tja, tut mir leid, Herzchen. Das war jetzt mit Friede, Freude, Eierkuchen. Und das wird von uns beiden noch nichts mehr. Das können Sie ihm gerne ausrichten. Hören Sie, Herr Hillmann, Tore macht sich wirklich die schlimmsten Vorwürfe wegen des Unfalls und wegen seiner Fahrerflucht. Er hat dafür 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Und er ist seitdem nicht mehr glücklich geworden. Das bin ich auch nicht. Natürlich, ich verstehe Ihren Groll. Aber finden Sie nicht, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat? Und vor allem, wenn er zutiefst bereut, was er getan hat? Ich hätte auch gerne eine zweite Chance. Kriege ich aber nicht. Diesem Herrn Hellström geht es nur um sich selbst. Er will, dass ich ihm verzeihe, damit er ruhig schlafen kann. Er hat es nicht verdient, dass sich jemand wie Sie um ihn Sorgen macht. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, halten Sie sich fern von ihm. Ach so, melde dich, wenn du irgendwas brauchst, ja? Ja, mach ich. Hallo? Ist da jemand? Zwei Designer, eine Show. Du läufst für Giselle at LCL. Du kommst als Erste raus. Nach dir kommt Giselle, die weiß schon Bescheid. Dann geht's in die Maske, ins Kostüm, dann das Ganze nochmal. Dann kommt nochmal Giselle. Dann kommt Jessica in so einem Showstopper-Kleid. Dem Höhepunkt des Abends, dem Abschlusskleid unserer Chefdesignerin Rebecca von Lahnstein. Schulz, da bist du ja endlich. Ja, ich hatte noch zu tun. Ja, ich hoffe, es war wichtig. Du weißt, wie von der Präsentation nachher abhängt. Ja, klar weiß ich das. Ja, gut, dann kannst du jetzt übernehmen. Wir gehen gerade noch mal den Ablauf durch und ich kann mich meinem eigentlichen Job zuwenden. Was, hast du keinen Ablaufplan? Doch, klar. Könnten wir kurz sprechen? Ja, gut, was gibt's? Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie dieses Treffen mit Bernd Hillmann gelaufen ist. Also, so im Einzelnen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich meine, schau dich mal um. Wir haben jetzt echt Wichtigeres zu tun, als uns mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen.
möchte euch gar nicht groß von der Arbeit abhalten. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und wir wollen ja einen reibungslosen Ablauf hinlegen. Trotzdem möchte ich euch als kleine Motivation schon mal danken. Ich finde, ihr habt alle ganz hervorragende Arbeit geleistet. Gut, dass ich wieder da bin. Und ich finde einfach, mit so einem Schlückchen Champagner geht ja die Arbeit manchmal ein bisschen leichter von der Hand. Also mir zumindest geht's so. Ganz besonders danken möchte ich noch meiner Muse Giselle, die all meine Launen ertragen hat und die in einer sehr schwierigen Zeit die ganze Zeit für mich da war. Also, auf euch und möge die Show einschlagen wie eine Bombe. Auf uns. Auf uns. Ich glaube, ich werde verfolgt. Jetzt mal ganz in Ruhe. Warum glaubst du, dass du verfolgt wirst? Als ich von Ansgar kam und im Wald war, da habe ich Geräusche gehört. Was für Geräusche? Keine Ahnung. Irgendwie Schritte. Also, ich habe auch irgendwie gespürt, als ob da jemand ist. Okay, und hast du irgendeinen Verdacht, wer dich verfolgt haben könnte? Tanja. Seit Tagen mit der Präsentation beschäftigt ist. Und wann soll die sein? In 2 Stunden? Ich muss los. Nein, du bleibst jetzt erstmal sitzen, beruhigst dich und atmest tief durch. Willst du, niemand verfolgt dich. Der ganze Stress und die Heimlichtuerei mit Ansgar, du bist einfach ein bisschen paranoid. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Tanja hat wirklich viel zu tun. Wer sollte mich verfolgen? Eben. Gäste, liebe Pressevertreter, 2 Kollektionen, 2 Designer, alles in einer Präsentation. Zuerst wird Giselle persönlich ihre Kollektion zeigen und am Ende werden Sie dann meine neueste Kreation sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, trotz der Gerüchte, die es um ein Kleid gegeben hat. Es soll bereits an die Öffentlichkeit gelangt sein, wie ein findiger Reporter unter Ihnen herausgefunden haben will. Aber ich versichere Ihnen, das sind alles nur Gerüchte. Sie sind die Ersten, die unsere neue Kollektion erblicken. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Haben wir denn ein neues Kleid? Lass dich überraschen. Ich bin der Höhepunkt der Show. Ja, keine Ahnung, wie du das wieder geschafft hast. Rebecca hat endlich mein Potenzial erkannt. Findest du nicht auch, dass ich geil aussehe? Ja, sehr, sehr geil. Doch. Kannst ja gleich wieder runter. Ich habe nur vergessen, diese Handouts zu falten. Das ist alles. Was hat es denn so Wichtiges zu erledigen? Ach, einfach so ein paar Telefonate, Mails. Ja, wie das so ist, ne? Ich habe ja schon gesagt, es tut mir leid. Aber können wir jetzt bitte weitermachen? Klar,
Ich erledige gerne deinen Job. Aber ich sag dir, wenn hier irgendwas schief geht, dann ist das deine Schuld. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe keinen Bock, schon wieder gefeuert zu werden. Die haben wirklich gedacht, dass ich daran schuld bin, dass das Kalt kopiert wurde. Dabei war es nicht meine Schuld, sondern Rebeccas. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Das ist ja Tanjas Tuch. Tanja? Ja, die hat den vergessen. Ich bringe ihn ihr gleich mit. Warte mal, ich glaube, das ist kaputt. Spinnst du? Warum sollte das kaputt sein? Tanja trägt doch keine kaputten Sachen. Jetzt gib doch mal ganz kurz her. Ich will nur kurz nachschauen. Jessica, du musst gleich raus. Siehst du? Ich muss jetzt zur Präsentation. Kümmer du dich lieber um deinen Wisch. Schulz, das war ein voller Erfolg. Danke. Und du? Bist du zufrieden mit deiner Show? Ja, besser kann sowas nicht laufen. Natürlich bin ich zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. Ich meine jetzt eigentlich nicht diese Präsentationsshow da draußen. Ach so. Was willst du hören? Ja, mein Treffen mit Hilmann war eine Katastrophe. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Seitdem geht's mir noch ein bisschen schlechter. Meine Schuldgefühle sind noch ein bisschen größer geworden. Ich hasse mich noch ein bisschen mehr. Bist du jetzt zufrieden? Nein. Natürlich bist du das. Natürlich bist du das, weil du immer recht haben musst. Du hast natürlich mal wieder recht, ja. Ich überspiele alles. Ja, ich verdränge alles. Na und? Mir geht's besser damit. Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ja? Du hast es mit Hilmann gewusst, oder? Ich hab's gespürt. Ja, und dann hab ich ihn angerufen. Du hast... Caro, das geht dich nichts an. Das ist mein Leben! Dein Leben. Du rennst doch weg vor deinem Leben. So wie du immer wegrennst, wenn es brenzlig wird. Ach, was für ein Tag. Aber die Götter da oben haben mich gehört. Danke. Oh. Glückwunsch zu deinem Erfolg. Ich finde ja das neue Kleid fast besser als das alte. Das hast du wirklich gut hingekriegt in der kurzen Zeit. Trotzdem weiß jemand wie Ricky Flock, dass er recht hatte. Der wird es aber nicht beweisen können. Freut euch nicht zu überschwänglich. Eure gute Laune ist ja kaum auszuhalten. Hey, das ist ein Erfolg für die Firma und somit für uns alle. Das wissen wir, Rebecca. Trotzdem hätten wir auch mit dem alten Kleid Erfolg gehabt. Und wir hätten nicht die ganzen Gerüchte aus der Welt schaffen müssen. Wie oft soll ich's denn noch sagen? Es tut mir leid, okay? Ich hab Mist gebaut, aber ich hab's wieder hingekriegt. Reicht das nicht? Und damit ist das jetzt für dich erledigt? Was soll ich denn noch machen? Soll ich zu Kreuze kriechen, dir die Stiefel lecken, mich auspeitschen? Rebecca, bleib doch bitte sachlich, ja? Du bist mit geheimem Material unsachgemäß umgegangen. Sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir?
Ich habe meine Entwürfe ja nicht an irgendeiner Bushaltestelle liegen lassen. Du hast alles gefährdet. Was heißt das jetzt? Wollt ihr mich abmahnen? Ja. Noch eine einzige weitere Verfehlung, Rebecca, und du bist dein Job los. Du hast doch keine Ahnung von mir. Du weißt doch nichts über mich, nichts. Doch. Und das weißt du? Wir haben uns gesagt, dass wir uns lieben. Das ist noch gar nicht lange her. Ist das wirklich nichts? Ja, das haben wir uns vielleicht mal gesagt, aber das hatte doch nichts zu bedeuten. Das glaube ich dir nicht. Caro, siehst du nicht, was zwischen uns ist? Ist nichts. Ist nur Luft. Ist nur Luft. Wieso bist du so? Wieso sagst du sowas? Verdammt, Tore. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ich weiß das. Ja, auch wenn du das jetzt nicht glaubst. Du sagst, dass du dich selbst hasst. Ich will, dass das aufhört. Ich will, dass du endlich wieder du bist. Verdammt nochmal. Weil ich dich liebe. Du denkst vielleicht, dass du mich liebst. Wenn du mich kennen würdest, wenn du mich nur ein bisschen kennen würdest, wenn du mich wirklich kennen würdest, ja? Könntest du mich gar nicht. Hör doch auf mit diesem Selbsthass. Das kauft dir doch keiner ab. Der Unfall verfolgt dich bis heute. Egal, wie abgebrüht du dich jetzt hier gibst oder wie sehr du dich in diese Glamour-Welt da draußen stürzt, das bist doch nicht du. Giselle meint, ich wäre genau das. Ich habe jetzt alles, was ich will. Ich habe Erfolg, ich habe Ruhm, ich habe Geld. Das reicht dir nicht, das weißt du. Caro, du hast dich einfach in den Falschen verliebt. Und du dich in mich? Caro Schulz, du leidest an Größenwahn. Da ist ein Spiegel. Schau da rein, das, was du da siehst, das passt nicht zu mir. Ich weiß, dass das echt war, als du gesagt hast, dass du mich liebst. Ich weiß das. Das habe ich vielleicht mal gesagt, weil ich dich ganz putzig finde und weil ich sowas wie dich noch nicht hatte. Eben. Sowas wie mich hattest du noch nicht. Eine, die sich einen Scheiß dafür interessiert, ob du Karriere machst, Geld hast, Erfolg hast, ja? Die sich nur für den Menschen interessiert, der du bist. Für den Menschen, den du gerade versuchst, mit aller Kraft in die Augen... Ah, hör doch mal auf mit diesem ewigen Psycho-Gequatsch. Ich kann's nicht mehr hören, wirklich. Ja, gut. Komm, dann sag's mir. Dann sag's mir. Sag mir ins Gesicht, dass du mich nicht liebst. Ich liebe dich nicht. Ich habe keinerlei Gefühle für dich. Und daran wird sich auch nie was ändern. Du schon wieder. Das sagt die Richtige. Ein schönes Tuch hast du da? Kim, ich habe keine Zeit für Smalltalk. Die Pressevertreter warten. Darf ich das mal sehen? Nein. Kauf dir ein eigenes. So schlechte Qualität kaufe ich nicht. Das hier ist ein Kaschmir-Seide-Mix. Der hat ein Vermögen gekostet. Tja, was nützt es, wenn es so schnell kaputt geht? Sag, es ist mir scheißegal, was du von meinem Tuch hältst. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass das Tuch ein Loch hat. Es wäre doch peinlich, wenn ich die Presse damit sieht. Als würde dir mein Wohlergehen am Herzen liegen. Vielleicht nicht deines, aber das der Firma. Schließlich arbeite ich hier und du bist das Aushängeschild. Also soll ich dir das Loch jetzt zeigen? Bitte?
Ja, wo ist es denn? Siehst du, beste Qualität. Bist du zufrieden? Ja. Sorry. Ich wollte dich nicht aufhalten. Hab mich wohl geirrt. Und du? Bleibst du noch ein bisschen hier oben? Weil du dich Ansgar hier so nahe fühlst? Schatz, ich bin's. Du hattest recht. Ich habe mir die Verfolgung nur eingebildet. Oh Gott, ich bin so froh. Das geht doch schon wieder ganz gut. Kim, ich hatte dich doch gebeten. Guten Abend. Ansgar von Lahnstein. Sie lebt und lebt. Vergiss es! Nimm noch einen Schluck. Und genieß ihn schön. Es wird dein letzter sein.